Ja, moin Finn, ihr habt in Nürnberg endlich mal wieder 3 Punkte einfahren können. Was war aus deiner Sicht ausschlaggebend, dass ihr nach dem Halbzeitrückstand nicht aufgegeben habt, das Ding noch umgebogen habt und am Ende den Auswärtssieg mitgenommen habt? Ich glaube, weil wir in der Halbzeit schon sehr kritisch waren. Also ich glaube, wir haben schon gesehen, dass wir einige Sachen besser machen müssen. Gerade im Spiel mit dem Ball. Ich glaube, es war keine gute erste Halbzeit. Und da haben wir einfach ein paar Sachen geändert, die dann auch echt gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Hatten viel Power, haben, glaube ich, ganz gute Tore geschossen. Meins auch, wie der Trainer das wollte. Und von daher, glaube ich, war das der Schlüssel. Du hast nach dem Tor von Fabi Rehse gemeinsam mit ihm gejubelt. Nicht zum ersten Mal habt ihr euch da an den Kopf getippt. Nimm uns mal mit, was hat es mit dem Jubel auf sich? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen kann, aber wir haben so ein paar Insider in der Mannschaft. Und wir jubeln jetzt schon ein paar Wochen so. Soll er euch erzählen, wenn er das erzählen möchte. Alles klar. Du hast gegen Nürnberg dein 100. Pflichtspiel für Holstein Kiel absolviert. Wie fühlt es sich an, so eine stolze Zahl im Trikot der Störche jetzt auf dem Rücken zu haben? Ja, gut. Also echt krass. Also die Zeit ging echt schnell um. Echt sehr, sehr viel erlebt. Bin sehr, sehr glücklich, die ganze Reise bis hierhin mitgemacht zu haben. Und ja, bin sehr froh, da zu sein. Das macht mich stolz. Ja, du hast angesprochen, sehr viel erlebt. Gibt es denn ein Spiel, was dir so besonders im Kopf geblieben ist? Oder ein Highlight-Spiel oder irgendeine besondere Partie, die du jetzt aus diesen 100 vielleicht so hervorheben könntest? Ja, liegt ja auf der Hand, oder? Also Bayern beim Pokal war ein cooles Spiel. Aber viele Momente, also das erste Zweitligator, das erste Heimtor zu Hause. Also alle solche Spiele waren halt richtig coole Momente. Ja. Dann kommen wir mal wieder zurück zum Liga-Alltag. Da wartet jetzt der erste FC Heidenheim. Die kommen ordentlich mit Rückenwind nach Kiel, haben jetzt seit 8 Spielen in der Liga nicht mehr verloren, stehen auf dem 4. Tabellenplatz. Was macht die Elf von Frank Schmidt so stark? Ja, weil sie, glaube ich, einen guten Plan haben und den schon jahrelang verfolgen. Der Trainer ist ja schon, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte schon da. Nee, also ich glaube, dass sie einfach das, was sie machen, machen sie sehr gut. Sie haben eine qualitativ hochwertige Mannschaft. Halten gut zusammen, halten gut dagegen, stehen defensiv gut. Alles solche Sachen machen sie einfach extrem gut. Du hast in deinen 100 Spielen für Holstein noch nie gegen Heidenheim gewonnen. Warum ändert sich das jetzt am Sonntag? Wusste ich nicht. Gibt mir jetzt ein richtig gutes Gefühl. Nein, ändert sich, weil wir, glaube ich, viel lernen momentan oder viele Sachen auch gut machen, die wichtig sind gegen Heidenheim einfach. Also gerade was die Defensive betrifft oder Einsatzbereitschaft, Zweikämpfe, da haben wir ein Augenmerk drauf und ich glaube, dass das wichtige Themen sind gegen Heidenheim. Und wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir euren Jubel auch am Sonntag wieder sehen können? Sehr hoch, sehr hoch. Sehr gut. Ja, Fabi trifft sehr hoch. Dann viel Erfolg dabei. Gut, danke.